Seit dem Jahre 1999 produziert Lego für uns unsere allseits beliebten Lego Star Wars Sets. Und in diesem langen Zeitraum hat Lego eines perfektioniert, und zwar auf die Community nicht zu hören. Denn wir alle, / ich, hätten gerne dieses ein oder andere Lego Star Wars Set, welches aber noch nicht in Lego Form existiert, sondern nur als Star Wars Kulisse oder eben Custom Build. Und dementsprechend habe ich mich mal an eine kleine Liste gesetzt, und zwar Top 5 Dinge, / Raumschiffe, die in Lego Star Wars ich einmal unbedingt sehen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Ranking, und wir legen mit dem Video direkt los. Auf Platz Nummer 5 haben wir die Geonosis Arena. Und soweit ich weiß, hat Lego zu der Geonosis Arena sogar einen Prototypen mal hergestellt, aber dieses gesamte Set nie rausgebracht. Warum auch immer, der Grund ist mir völlig unbekannt. Auf jeden Fall sollte diese Geonosis Arena vor 2010 rausgekommen sein. Dementsprechend wäre das Set heute original verpackt echt sehr, sehr teuer, weil wir hätten garantiert in den Jahren jetzt auch kein Remake davon gesehen. Ich weiß, dass es zu der Geonosis Arena basierend auf den tatsächlichen Prototypen von Lego einige Custom Sets draußen gibt. Es gibt auch ein paar Reviews, schaut ihr euch gerne an. Ich kann ja mal ein paar in die Beschreibung vielleicht verlinken. Und diese Custom-Prototypen-Builds haben genauso ausgesehen, wie ich es mir auch vorstellen würde. Und zwar eine Tribüne, die etwas länger gezogen ist, die vielleicht ein paar Technikarmen auch so einen leichten Bogen ergibt. Und dann noch ein paar Monster, also diese Viecher, die Obi-Wan und Anakin und Padme da angreifen. Zusätzlich dazu vielleicht noch diese Pfähle, wo die rangekettet werden. Ein paar Genosianer, Poggle der Geringere, Count Dooku, vielleicht ein paar Kampfdruiden, vielleicht ein Superkampfdruide. Der Minifiguren-Auswahl ist hier sowas von keine Grenzen gesetzt. Man hat hier eine sehr große und schöne Anzahl an Minifiguren, die man theoretisch potenziell da reinpacken könnte. Und wenn Lego das ganz geschickt umsetzt, dann könnte man dieses Set auch als Diorama herausbringen. Auf Platz Nummer 4 habe ich Kamino aufgeschrieben. Und zwar stelle ich mir bei einem Kamino-Set explizit ein Diorama vor. Also wo man mit ganz vielen kleinen Steinen die Tipoka-Start nachgestellt hätte. Oder eben tatsächlich ein Playset in Form einer halben Kammer und einer Plattform. Also einer Landeplattform, vielleicht sogar mit einem kleinen Modell der Slave One von Jango Fett. Und Kamino würde sich auch super anbieten, um zum Beispiel mehrere Sets auf einmal zu haben und die zu einem großen Set zusammenzufügen zu können. Ähnlich wie Jabba's Palast und der Rancor Pit. So könnte Lego hier als Beispiel die Kloningkammer mal rausbringen und dann als ein anderes separates Set die Landeplattform mit Jango Fett Slave One. Und diese beiden könnte man dann mit Technik-Pins miteinander verbinden, und schon hätte man eine viel größere Kamino-Stadt. Ideal eigentlich. Schaut euch hier gerne mal das Review eines Custom-Sets von M&R Productions an. Ich verlinke es euch definitiv in der Beschreibung. Der hat mal so ein Custom-Set von einem möglichen potenziellen Kamino-Play-Set rausgebracht. Also ein Review davon, wie es theoretisch hätte aussehen können. Und Lego ist ja schon den Schritt gegangen und hat uns Kaminoaner als Minifigur gebracht, also kann Lego uns eigentlich auch das Set von Kamino direkt anbieten. Oder sehe ich das hier als einziger falsch? Mann, Lego, jetzt muss da mal was geschehen. Auf Platz Nummer 3 habe ich für mich selber mal aufgeschrieben ein neues Klon-Battle-Pack, ähnlich wie das aus 2011. In 2011 haben wir ein Klon-Battle-Pack bekommen, wo ganz viele verschiedene Arten von Klontruppern dabei gewesen sind. Darunter zum Beispiel ein Arf-Truppler, ich glaube aus der 93. irgendwas Company, dann zwei Bomb-Squad-Truppler und ein Phase 1 Clone Wars-Klontruppler der Horn-Company. Und genau so ein Battle-Pack würde ich mir heute auch richtig gut vorstellen können. Am besten mit einem Phase 2 Wolf-Pack-Trooper, dazu noch ein Phase 2 387. Sternkorb-Truppler, vielleicht auch wieder einen neuen Arf-Truppler, und das Schlusslicht könnte ich hier einfach ein ganz normaler Basic Phase 2 weißer Klon-Truppler geben oder als so eine kleine Annäherung vielleicht ein Phase 2 Horn-Company-Klon-Truppler. Zu diesen ganzen Klons kann dann so ein üblicher Walker oder ein Speeder mit reingepackt werden, komplett Basic, komplett ausreichend. In Battle-Packs geht es für mich halt wirklich nur um die Minifiguren, und ich finde, mit einem Klon-Battle-Pack, wo wieder von verschiedenen Kompanien oder Legionen was dabei ist, hat man halt auch was wirklich. Da kann man dann nämlich verschiedene Legionen oder Kompanien gleichzeitig aufbauen. Auf Platz Nummer 2 haben wir ein Set, welches sich sehr gut für die neue Starship Collection eignen würde. Aber von einem Playset wäre ich definitiv auch nicht abgeneigt. Und zwar handelt es sich hier um den MC-80 Starcruiser, aka Mon Calamari Sternenkreuzer. Auch in diesem Set habe ich schon einige Mocs da draußen gesehen. Und wenn diese Leute das mit Lego-Teilen hinbekommen haben, dann kann Lego das auch locker umsetzen. Ich weiß, wir haben mal vor langer, langer Zeit ein Mon Calamari Home One Set bekommen. Das war aber nur der Besprechungsraum in Kombination mit einem Hangar und nicht so wirklich das Schiff
an sich. Hier kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir ein Starship, ein M80 Starcruiser der Liberty-Klasse bekommen könnten. Der ist ein bisschen abgewandelter vom normalen M80 Sternenkreuzer, aber lest euch da gerne mal Beiträge auf Wikipedia oder ähnlichem durch, dann merkt ihr den Unterschied auch. Sternschiffe wie zum Beispiel die Malevolence sind für mich da einfach der Beweis, dass Lego auch so eine große Sternschiffe wie diese M80 Kreuz umsetzen kann. Zumal wir auch schon in der Vergangenheit sehr viele Sternzerstörer gesehen haben und mit sehr vielen meine ich eigentlich nur zwei. Diese wären dann auch entsprechend mit einem Sternzerstörer, welcher übrigens in diesem Jahr noch im Rumor steht, ein sehr guter Counterpart. Also man kann diese beiden dann als Playscale-Set auch eventuell schön nebeneinander stellen und schön aussehen lassen. Aber wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen einzuwenden, wenn so ein M80 Sternkreuzer mal als Starship Collection Set rauskommen würde. Auf Platz Nummer 1 befindet sich ein Sternenschiff, welches dasselbe Schicksal theoretisch erleiden könnte wie der MC-80 Sternkreuzer von eben. Hierbei handelt es sich um einen persönlichen Favoriten von mir, und zwar um die Munificent-Class-Fregatte. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Munificent. Auch genannt das Rückgrat der separatistischen Flotte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich dieses Set damals mit Lego-Teilen nachgebaut habe. Das sah zwar ziemlich blockig aus, aber ich hatte eine Menge Spaß mit dem Ding gehabt. Wie schon erwähnt, könnte ich mir dieses Set auf jeden Fall sehr gut als Starship-Collection-Set vorstellen, aber auch als Playset. Wird vielleicht mit diesen Flügeln links und rechts ein bisschen schwer werden, geschweige denn mit der Panzerung werde ich gar nicht erst anfangen. Aber Lego, hey, ihr könnt doch was sicherlich, ne? Ihr könnt da ein bisschen was regeln, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, wir haben ja jetzt die Invisible Hand schon bekommen als Starship-Collection-Set, also warum diesen Kreuzer nicht auch noch? Ich frage mich ja bis heute, warum man dieses Set damals 2009 oder 10, denn das war so gefühlt der Anfang der Höhezeit von Star Wars The Clone Wars gewesen und diese Schiffe haben maßgeblich halt auch Star Wars The Clone Wars mitgeprägt. Man hat die Dinger in so vielen Folgen gesehen und wäre mit kompletter Sicherheit heute auch noch ein absoluter Verkaufsschlager. So, liebe Leute, und was ist jetzt hier mit dieser kleinen Liste? Was sagt ihr zu diesen potenziellen Sets, die ich ausgewählt habe? Stimmt ihr mir dazu? Würdet ihr was ändern? Schreibt es in die Kommentare rein. Lego, bitte stellt mich einfach als Ideengeber ein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video, was morgen ist. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.